Lust zum Kampf, Wille zur Bewährung und die Freude des Siegers. Alles das sind Tugenden, die so alt sind wie die Menschheit selbst. In zahllosen Kriegen missbraucht, haben sie an Farbe verloren und sind für die Menschheit eins geworden mit Gewalt und Zerstörung. Das ändert aber nichts daran, dass wir diese Kräfte noch haben, die einst den Ritter in die Ferne zogen, den Wikinger auf See und den Cowboy auf das bäumende Pferd. Das Rennfahren heute birgt alles in sich, was in diesen Begriffen enthalten ist. Bei ihm ist die Kraft nicht zur Vernichtung des Gegners da, sondern zum Schulen und Messen der Kräfte aneinander. Wolfgang Graf Berge von Trips. Wenn's die Kerzen und sonst nix, schafft's bestimmt der Rudi Hicks. Grüß dich, Jochen. Kommt ja auch erst zum letzten Rennen. Tag. Feine Leute kommen immer erst zum Schluss. Wo sitzt du denn? Ich sitze überhaupt nicht, ich stehe. Ihr habt natürlich Tribüne, was? Na, Ehrensache. Tja, wenn dich dein alter Herr nicht so knapp halten würde, was? Na, mach dir mal keine Sorgen um den. Wenn's drauf ankommt, ist er schon in Ordnung. Viel Vergnügen. Tschüss, Jochen. Sehen wir uns später noch? Vielleicht. Mach's gut. Tschüss. Ja, da kommt der Engler, 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 Engler. Mensch, Kinder! Achtung, meine Damen und Herren, es scheint, als sollte es auch in der letzten Runde noch zu einer Sensation kommen. Nachdem der junge Nachwuchsfahrer Marelli den Engländer Hillmann auf Englier weit hinter sich gelassen hat, liegt er nun Rad an Rad mit seinem Stallgefährten Engler, greift ihn an und ja, jetzt! Nein, nein, meine Damen und Herren, auch jetzt zeigt sich wieder die große Fahrkunst Englers, der seinen Wagen wunderbar elegant durch die Kurve steuert. Weg von Marelli, der zu viel gewagt hat und sein Tempo zurücknehmen muss. Engler zieht davon, verfolgt von Marelli, weit hinter ihnen Hillmann auf Anglia. Zwei Zagonderwagen an der Spitze. Wird es Marelli noch gelingen, seinem Stallgefährten Engler den Grand Prix-Sieg zu nehmen? Ja, Engler, 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 Engler! Marelli, 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 Engler, 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 ebenfalls auf Zagonda. Er hat einen großartigen Kampf geliefert und dürfte aus der Spitzengruppe künftige Rennen nicht mehr wegzudenken sein. Und da, jetzt kommt Hillmann. Hillmann auf Englia. Geht als Dritter durchs Ziel. Guck mal da vorne, Jochen. Na, der Kranwagen. Muss ja furchtbar sein. Was denn? Na, für Jochen. Hat ein tolles Rennen gesehen und muss jetzt mit so einem Schlitten nach Hause tuckern. Und das auch noch ohne Erlaubnis. Oder glaubst du, sein Vater weiß was davon? Jochen. Jochen, du wirst wohl ins Kino gegangen sein.
Und wo ist der Kranwagen? Der Kranwagen ist beim Lackierer. So. Ja, ich habe noch selber hingefahren. Die Telefonnummer war ja kaum noch zu lesen. Was du es immer hast? Ich habe doch selber hingefahren, nicht? Was ist denn da los? Tja, was kriegst du? Na, sagen wir 10 Mark unter Kollegen und Rennsportfreunden. Hör mal, brauchst meinem Vater nicht zu sagen, wo wir herkommen, kapiert? Ah, kein Rennsportfreund, okay. Jo, sag mal, was soll denn das? Ein Abschleppwagen schleppt einen Abschleppwagen ab? Bin ich verrückt oder was ist los? Das macht 10 Mark, Vater. Unter Kollegen, Herr Renk. 10 Mark? Ich meine nur, du hast doch den Wagen vom Lackierer geholt, nicht? Ja, natürlich. Aha. Und auf dem kurzen Weg vom Lackierer hierher hast du eine Panne gehabt, hm? Ein Kolbenfresser. Kolbenfresser. Vater, das war doch schon längst fällig, so altersschwach wie die Karre ist. Da will einer tanken, Vater. Du kannst ja inzwischen schon die 10 Mark zahlen, nicht? Wie viel bitte? Voll natürlich. Super. Tja, was denn sonst? Was haben Sie noch nicht erlebt, Herr Renk? Das war ein Rennen, wie man es ganz selten sieht. Marelli zieht ab und davon. Ja, und Engler ihm nach, verstehen Sie? Haarscharf und immer drauf auf die Tube. So, sehen Sie? Millimeterarbeit und schumm! Da hat er ihn. Und geht auch gleich rein auf die Innenbahn. Aber so dicht an dicht, dass Sie glauben, dann muss es ja bumsen. Aber es bumst eben nicht. Bumst nicht? Bumst nicht. Es wird aber gleich bumsen. Es macht 28,60. So, Sie kriegen noch 10, bitteschön. Danke Ihnen. Du kannst was erleben, mein Junge. So, die 20 Pfennig sind für Sie. Vielen Dank, der Herr. Hast du das Ratzen gehört? So ein Zahnarzt. Das ist aber immer so, die größten Trottel fahren die glotzigsten Autos. Wo warst du heute Nachmittag? Wieder den Sportfreund. Tschüss. Wo warst du heute Nachmittag? Ach, Vater, es wäre mir weiß Gott lieber, ich könnte dir die Wahrheit sagen. Natürlich, wir sind wieder mal schuld, wir Alten. Ihr macht euch zu Lügen und Betrügern. Ja, wenn du mir verbietest, dass ich mir ein Rennen ansehe, dann muss ich dich doch belügen. Da kann ich dir denn erlauben? Habt ihr wieder mal gesehen, wohin das führt? Heute warst du ein Kollenfresser und morgen? Nee, mein Junge. Erst mal trockene Ohren, du. Ja, sag ruhig Halbscharker. Ach, weißt du was, wie du es laus, Junge, weiter nichts. Siehst du den Rennen an, bist dann so mächtig beeindruckt, dass du auf der Straße austoben musst. Auf der Straße. Hast du einen Augenblick daran gedacht, in welche Gefahr du dich bringst? Dich selber und die anderen auch? Mit deiner verfluchten Raserei? Ach, Raserei ist doch lächerlich. Ist doch bei dem Schlitten gar nicht mehr drin. Dann nützt dir auch nichts mehr ausmachen, wenn ich dir verbiete, hier noch einmal zu fahren. Bis jetzt habe ich immer noch ein Auge zugedrückt. Aber jetzt ist Schluss! Schön, gut. Aber dann fahre ich noch sonst nicht mehr, wenn Timemann nicht da ist und es eilig ist. Dann heißt es immer Jochen, fahr du doch mal. Mir war sowieso nicht wohl dabei. Es geht auch ohne dich. Ich verbiete dir von heute an... Ja, schon gut, noch ein Verbot. Mach nur so weiter. Wir leben uns noch mehr auseinander. Jo. Ohrfeigen und Verbote. Was anderes fällt dir nicht mehr ein. Wenn du nicht wie ein Flegel behandelt werden willst, benimm dich nicht wie ein Flegel. Und was den Kolbenfresser anlangt, den zieh ich dir vom Lohn ab. Was ist denn los, Jochen? Hat's Krach gegeben? Ach, was heißt schon Krach? Was war mit dir? Wo warst du denn? Du wolltest ja mit zum Rennen kommen. Wollte ich ja auch. Man wird ja glatt unterdrückt. Wegmogeln muss man sich und dann schnappen sie einen und man wird abgeschleppt zu Tante Emilie. War das eine Verlade? Ich bin bald geplatzt vor Wut. Erzähl doch mal, wie war's denn beim Rennen? Ach, ganz große Klasse. So muss man fahren können wie der Engler, sag ich dir. Junge. Hat der gesiegt? Natürlich hat er gesiegt. Marelli war am dicht auf den Fersen, der ist ganz groß im Kommen. Wenn der seine Kurventechnik noch verbessert, pass mal auf, Sabinchen. Ich hab Engler genau beobachtet. So geht der in die Kurven. Ganz Außenkante, aber Millimeter genau. Und so schießt er durch. Siehst du? Donnerwetter. Das trainiere ich. Mit eurer Abschleppkarre? Die kippt ja um. Von der habe ich endgültig genug. Ich gehe jetzt aufs Ganze. Was suchen Sie eigentlich? Tja, dreimal dürfen Sie raten. Ist der in Ordnung? Der ist kerngesund. Kerngesund, so.
Tja, frage ich mich nur, wie kommt sowas auf den Friedhof? Gelegenheitskauf, einmalig. 100 Mark. 80 würde ich ausspucken. Festpreis. 85? 100. Bei Barzahlung? Nur bei Barzahlung. Überschlafen Sie es nochmal, ich komme morgen wieder. Man soll sowas nie gleich auf die Spitze treiben. Der kostet morgen auch noch 100. So, Herr Renk, wir gehen jetzt. Wiedersehen. Wiedersehen, wiedersehen. Schönen Feierabend. Danke gleichfalls. Wiedersehen. Na, Junge, willst du auch Feierabend machen? Bin gleich soweit, Vater. Lass dir mal keine grauen Haare wachsen, ich mach's ohne Überstundenlohn. Da siehst du, Jochen, das ist genau die Großfähigkeit, mit der man es im Leben zu nichts bringt. Ja, ja, ich wäre ein schlechter Vater, wenn ich sie dir nicht abgewöhnen würde. Also, wie lange hast du noch zu tun? Halbe Stunde ungefähr. Halbe Stunde, gut. Dann schreibe ich dir 2,5 Überstunden auf. Mann, dann. Festpreis 100 Mark. Wissen Sie was? Hängt sich das Ding an die Uhrkette. Kommt jemand. Hey, Moment mal. 90, weil Sie es sind. 90? Also gut. 20, 40, 60, 80. 85. Halt mal. Timo, wir zahlen bar. 2% Konto, ist immer so. 88. Moment mal. 2% von 90 macht 1,80. Wo komme ich noch 20 Pfennig? Timo, komm, gib ihm noch 20 Pfennig. Ja, gut. So. Danke sehr, beehren Sie mich bald wieder. Kommt, Timo, pass an. So. Ja, ja, ja. Der Junge ist schon 10 nach 11. Ich bin auch nicht müde, Vater. Na, morgen bei der Arbeit, da fallen dir wieder die Augen zu, wie? Hast du schon mal zu beklagen gehabt? Ach was. Na, Jochen, wie viel PS hast du nur rausgekitzelt? 9. Was denn 9? Ja, auf 28 hast du ihn gebracht? Ja. Schau mal. 28. Hör dir mal seine Musik an. Hey, ich will gar keine Musik hören und sollte ich schon gar nicht. Na? Na? Was sagst du dazu? Totschlägermelodie. Totschläger? Vater, das wird ein richtiger Formel 3. Du sagst immer, ich verbiete dir alles. Aber ich lass dir doch dein Hobby. Bastler gibt's ja so viele. Aber bild dir bloß nicht ein, dass du jemals mit diesem richtigen Formel 3-Wagen fährst. Das kannst du dir aus dem Kopf schlagen. Gute Nacht. Und wie taufen wir ihn, Jochen? Silberpfeil, ja? Und das schreiben wir mit roter Farbe vorn drauf. Selbstverständlich. Und unten drunter schreiben wir groß in Klammern, Sabine ist ein Quatschkopf. Denkste. Das sind doch Mätzchen, Sabine. Von wegen Silberpfeil und so. Für mich ist das kein Jux. Was ich will, ist der richtige, seriöse Rennsport. Falls ihr das was sagen sollte. Ach, mein Herr, was sagen Sie bloß zu meinem zarten Tank? Oh, es ist nicht zu fassen. Schön? Ach, lass dir den Quatsch. Sieh lieber zu, dass du mit dem Malen da fertig wirst. Hm? Ach, Formel 1, Formel 2, Formel 3. Was anderes existiert für dich nicht. Weibliche Reize lassen dich kalt. Nicht mal einen Spaß darf man machen. Außerdem reicht die Farbe nicht mehr. Schon all? Ja. Dann gib her, da hole ich noch welche. Und woher, wenn ich fragen darf? Aus Vaters Lager, ja? Ich will sie ja nicht umsonst haben, Vater. Nein, du nimmst sie dir einfach nicht. Ja, ja. Rennwagen bauen, Rennfahrer spielen und alles von Vaters Geld. Das habe ich gern. Ach, Herr Renk, warum sind Sie bloß immer so streng zu Jochen? Sehen Sie mal, für uns ist das kein Jux hier. Was wir wollen, ist der richtige, seriöse Rennsport. Falls Ihnen das was sagen sollte. Na, das klingt ja alles sehr schön und gut, Sabinchen. Ich habe nur den leisen Verdacht, dass bei deinem Freund Jochen etwas anders dahinter steckt, nicht? Ja, ja. Mir geht's nur darum, mein Leben aufs Spiel zu setzen. Angeben muss ich einem kleinen Mädchen das große Staunen beibringen.
Dann habe ich noch Pokale und Plaketten im Sinn und große Grenze mit Goldblättern. Das ist dann alles. Verstehen Sie ihn doch, Herr Renk. Kinder, Kinder, ihr wollt immer alles besser wissen und nichts, wisst ihr. Ja, glaubst du vielleicht, Sabinchen, ich habe die Werkstatt hier aufgebaut, damit sie mal ein Fremder übernimmt? Mein Sohn ist Handwerker, nicht Rennfahrer. Hier ist Rudi Hicks. Kann ich bitte mal Jochen sprechen? Hallo Jochen, wie geht's? Macht denn dein Wunderauto? Lässt ja gar nichts mehr von dir hören. Hast wohl aufgegeben, was? Von wegen aufgegeben, der steht frisch lackiert auf dem Hof. Das ist ein richtiger Silberpfeil geworden. Heute Mittag fahre ich ihn zum ersten Mal Probe. Hast du nicht Lust mitzukommen? Na klar, ist doch Ehrensache. Wo denn? Gegenüber von der Tribüne, auf unserem alten Platz. So sagen wir um 4, hm? Ja? Bring Karin mit. Okay. Tschüss. Da kommt er. Ich bin gespannt auf die Zeit. So leicht keiner nach. Fährst du noch mal? Ich möchte noch mal sehen und hören. Der hat einen Klang los. Ja, wie ein Flugzeug. Und das ist gerade der Bluff. Wieso Bluff? Na, sieh doch mal. Ich dachte ja auch, dass er eine ganz tolle Zeit raus wird, aber dann. Bitte. Was? Da fährst du ja viel schneller und hast keinen Rennwagen. Schafft ein alter Milchwagen auch. Ach, Kind, das war die erste Probefahrt. Mensch, Jochen, gib's doch auf. Bring den Schlitten auf den Schrottplatz, wo er hingehört. Dieme, wo ist der Rennwagen? Wo ist Jochen? Weiß ich nicht. Wenn ich hier arbeite, kann ich nicht aufpassen. Ja, man braucht bloß mal den Rücken zu drehen. Na nu. Ja? Was ist das hier, hä? Unser Abschlepper. Ach Quatsch, du bist Zeug. Fällt dir gar nichts daran auf, nein? Nö. Wo ist das Nummernschild, Dieme? Wo ist das Nummernschild? Verrückte da. Los hinterher! Sie haben ja eine verdammt kühne Kurventechnik, junger Mann. Kommen sich wohl wie Engler vor, was? Ja, so müsste man fahren können, Herr Wachtmeister. Aber nicht auf der Autobahn. Die Autobahn ist keine Rennbahn. Merken Sie sich das? Ist ja eine tolle Chaise. Ihren Führerschein. Führerschein habe ich nicht. Wie? Das ist ja ein Ding. Rosemeier hat auch keinen gehabt. Sich mit Rosemeier zu vergleichen. Und dabei wird er nicht mal rot. Ich meine, jeder muss doch mal anfangen. Ich werde es schon noch mal beweisen. Bestimmt. Meine Damen und Herren, das dürfte die Zeit des Tages gewesen sein. Und wie ich soeben erfahre, habe ich mich nicht getäuscht. Es war eine sehr, sehr schnelle Zeit. Aber sie doch das Zehntel genau gleich mit der Zeit des Fahrers Hicks, Rudolf Hicks aus Leonberg. Damit, meine Damen und Herren, werden Sie Zeugen eines sehr spannenden Stechens werden zwischen Rudolf Hicks und seinem zeitgleichen Gegner, dem, wie Sie soeben gesehen haben, sehr schnellen Walter Rudolf. Bitte, das hat er nun davon. Jetzt kann er die Mühle von seinem Alten nochmal aufs Spiel setzen. Du hättest es natürlich besser gemacht. Warum hört er nicht auf mich? Ich habe ihm gleich gesagt, er ist den Blunder der Gewicht macht raus. Aber nein, der fährt mit Radio, Reserverad. Ich wette, hat er noch einen Wagenheber und einen halbvollen Tank mitgenommen. 5, 4, 3, 2, 1, 0! Rudolf Hicks ist sehr gut vom Start weggekommen. Fährt jetzt genau wie vorhin einen sehr kantigen Stil. Das ist riskant. Alter, bin da fliegen! Warum?
Warum? Ging es doch heute um das Ausscheidungsfahren in Duhu, das für die Mannschaftsaufstellung und das Bus zur Moselallee. Und der Sieger dieses Stechens muss vom Club als Fahrer nominiert werden. Flasche! Und jetzt habe ich aber genug. Und Hicks will es nun wissen, nachdem er sich bei unseren Senioren als Beifahrer einen guten Namen gemacht hat. Er hat eben in der Wendekurve viel Boden gut gemacht. Kommt jetzt hier mit vollem Dampf ins Ziel und wir sind gespannt. Nein, er hat es nicht geschafft. Der Schlenker vorhin ließ sich nicht mehr ausgleichen. 4 Zehntel über der letzten Zeit. Schade, schade. Gleich wird nun Walter Rudolph auf die Strecke geschickt. 5, 4, 3, 2, 1, 0. In diesen Stechen fährt auch Rudolf nur noch gegen die Uhr. Geht im Stroh nur ganz knapp aus dem Weg. Und es sieht ganz so aus, als ob der Fahrer, der sich hier für die Teilnahme an der Moselrallye qualifizieren soll, Walter Rudolf heißen wird. Denn wenn ich auf die Uhr sehe, so hat er die Slalomstrecke in einer fantastischen Zeit hinter sich gebracht. Was macht er denn so kurz vor dem Sieg? Aus, aus, aus. Ja. Und damit, meine Damen und Herren, werden unsere Clubfarben bei der Moselrallye in 14 Tagen zum ersten Mal auch von einem Mitglied der Juniorenklasse vertreten. Von Herrn Rudolf Hicks. Ich gratuliere, Herr Hicks. Kinder! Das wird aber gefeiert! Schon Beifahrer für die Rallye, Rudi? Also, wenn du dich meinen solltest, dann zeig ich mir erst einen Führerschein. Bitte! Meine Damen und Herren! Liebe Sportsfreunde! Es ist nämlich der bedauerliche Fall eingetreten, dass jemand, den ich bis heute für meinen Freund gehalten habe, an mir so allerhand herumzukritisieren hat. Ich will ja zugeben, Freunde, ich habe Glück gewonnen. Wenn mein Freund Walter... Wenn mein Freund Walter nicht so ein bisschen vom Wege abgekommen wäre, dann würde er das ja alles zu bezahlen. Ja, das könnte dir so passen. Aber würde eine gewisse Kritik, die ich höre, namentlich aus Konstrukteurkreisen kommt und auf meine Person noch abzielt von einem Freund, dann... Unser gut, Rudi, hast ja prima gesprochen. Fabelhaft hat er gesprochen, nicht? Fabelhaft, wunderbar. Also, lieber mit ein bisschen Glück, ein guter Fahrer, also Konstrukteur, mit einer großen Klappe. Wir sind vollkommen fertig. Zahlen wir. Nimm doch das nicht so ernst. Das zahlt doch alles der Hicks. Ich weiß, aber meinen Apfelsaft zahle ich selbst. Bitte sehr. 2 Glas, 1,20. Danke, stimmt so. Sag mal, hast du wirklich bloß Apfelsaft getrunken? Immer vorsichtig. Tatsächlich. Ich habe sowieso noch auf dem Kieker wegen letzten Mal. Wieso, was war denn da? Weißt du gar nicht? Nee. War doch ein toller Wirbel. Die haben mich mit meinem Eigenbau auf der Autobahn erwischt ohne Führer. Ach du lieber Gott. Zum Glück war es ein paar Tage vor meinem 18. Geburtstag, da haben sie mir mein Auge zugedrückt. Jetzt hätte ich noch ein Jahr drauf warten können. Mindestens. Aber jetzt hast du ihn, ja? Ja, Gott sei Dank. Jetzt habe ich es wieder am Geld. Alfons, wir gehen. Tschüss, Jochen. Tschüss. Mach dir nichts draus. Der ist da total blau. Ach, was ärgert mich ja selbst. Nächstes Mal das Maul. Ist am allen nur Karin schuld. Was heißt schuld? Der hält eben zu ihm, nicht? Ja, ist ja klar. Tschüss. Tschüss. Tja, nun habe ich einen Führerschein, dann brauche ich einen nationalen Ausweis. Wiedersehen, Jochen. Wiedersehen. Tschüss, Leo. Den kriegst, tschüss. Aber, den kriegst du aber nur, wenn du im Club bist. Und für den Club brauchst du wieder eine Aufnahmegebühr, eine Einschreibegebühr, einen Jahresbeitrag, Sportgesetzgebühr, Ausweispapier. Du hör auf, du. Zu verrückt werden. Sag mal, wie viel fehlt dir denn? Ach, eine ganze Menge. Tschüss. Für den Papierkram tschüss. Ungefähr tschüss. Ein Hunderter. Und dann noch mal so viel für ein paar Kleinigkeiten an der Mühle. Ganz hübsch.
Und dein Alter? Mein Vater? Hm? Der hält das Ganze immer noch für eine Spielerei. Oh. Aufwachen! Oh. Aufstehen! Lass mal Karin, ich bringe ihn nach Hause. Dankeschön, Jochen. Nehmt ihr Karin mit? Ja, natürlich, mach ich. Komm, Leo, helf mal klar. Und noch böse? Na los, Junge, komm. Ups. Boah, ist der Karin schwer, du. Das ist alles Bier, du. Sag mal, Jochen. Ja. Hast du morgen Zeit, so gegen 12? Warum? Willst du dir ein paar Piepen verdienen? Ja, mach keinen Quatsch, wirklich. Du musst aber einen ganzen Tag dran setzen. Na, wenn schon. Kennst du den ersten Parkweg nach der Raststätte Ludwigsburg? Wo die Tankfahrer immer rasten. Genau, also pünktlich um 12, ja. Ah! Tag, Jochen. Leo. Ah? Pünktlich. Die anderen werden auch gleich da sein. Welche anderen? Ach so, ja, dann pass mal auf, die Sache ist so. Unser Werk kommt mit den Lieferfristen nicht mehr nach. Bahn und Transporter schaffen es einfach nicht, verstehst du? Damit nur die Kunden nicht so lange warten müssen, hat die Direktion ein paar Einfahrer, ein paar Testfahrer mobil gemacht, so für persönlichen Kundenbesuch, verstehst du? Mhm. Na, ist eine feine Sache. Ich mach's mit dem Kumpel schon 4 Wochen, kommt ganz schön was bei raus. Ja, da der Kumpel nun heute was Besseres vorhat, verstehst du, da habe ich an dich gedacht. Nett von mir, weißt du? Ausgesprochen. Ah, sind sie ja schon. Klappt ja prima. Tag. Tag. Herr Chef, das ist er, Jochen Renk. Ah, wunderbar. Renk. Das ist sehr nett von Ihnen. Also Leo schleppt Sie für mich nach Frankfurt mit dem Seil. Auf diese Weise kann man Benzin sparen. Lohnt sich, was, Leo? Ja. Taxifahrer, die schlagen sich um billiges Benzin. So, hier ist die Adresse, ja, wo die Wagen hin müssen, und hier die beiden Rückfahrkarten mit der Bahn. Dankeschön. Und das ist für Sie. Vielen Dank. Für Sie beide. Ja, danke. Ich hoffe, wir werden uns noch öfter treffen. Ja, alles Gute und gute Fahrt, Jungs. Dankeschön, gleichfalls. Viel Spaß in Frankfurt. Ja, dankeschön. Los, steig ein. Komm. Na, guck doch mal rein. Das reicht, oh, was? Und das Benzin versaufen wir. Na los, komm, die Kunden warten. Na, Sie gehen aber ran, Herr Renk. Knappen Führerschein gemacht, Antrag für die Sportjuniorenklasse, Antrag für einen nationalen Bewerber- und Fahrerausweis, wenn das mal gut geht. Das heißt, unsere Landesgruppe ist sehr sportfreudig und fördert den Nachwuchs, wo sie kann. Die Gebühren haben Sie mitgebracht, ja? Ja, natürlich. Ich habe aber noch was. Ich möchte meinen Eigenbau Formel 3 abnehmen lassen. Wo muss ich den vorführen? In Frankfurt. Dachte ich mir. Hier geht's auf keinen Fall, was? Das macht nur die oberste nationale Sportkommission für den Automobilsport, und die sitzt in Frankfurt. Das ist Pech. Da muss ich ja noch auf den Transporter sparen. Zu dumm. Ich wollte doch schon in Essen-Mülheim mitmischen. Bei dem Flugplatzrennen? Ja. Das wäre ja noch ein Formular. Aber wenn ich erst nach Frankfurt muss, weiß ich denn, ob er mir abgenommen wird? Wo steht er denn? Zu Hause bei uns in der Werkstatt. Na, bis hierher können Sie noch schieben. Ja. Dann werde ich mir mal ansehen. Nein, nein, Herr Renk, da sehe ich schwarz. Das ist doch alles in Ordnung. Schon, das kommt ja alles aus der Serie und daher das Gewicht. Insofern gar kein echter Eigenbau. Der Rohrrahmen vom Fiat? Maschine auch. Aufgebohrt? 499,5, 9 zu 1 verdichtet. Dann habe ich andere Vergaser draufgesetzt und poliert, was zu polieren war. Na, und was leistet er? 28 bis 30 PS. Da haben Sie es, das reicht nicht. Was wiegt das Ganze? 240 Kilo. Sehen Sie, das sind nur rund 8 Kilogramm pro PS. Nein, Herr Renk, das machen die nicht. Das ist nicht drin. Das ist zu schwer. Aber im Reglement ist doch gar kein Gewicht vorgeschrieben. Da heißt es nur 500 Kubik ohne Kompressor. Das stimmt schon, aber Sie kommen einfach nicht mit. Die Konkurrenz fährt Ihnen weg. Sie haben doch gar keine Chance. Oh, der macht gestoppte 160. Glaube ich Ihnen, aber nach wie viel Anlauf? Sehen Sie, mit 8 Kilogramm pro PS, da haben Sie einfach keinen angemessenen Beschleunigungswert. Der Wagen ist zwar formelgültig, aber kein Veranstalter wird Sie zulassen. Sie fahren im Feld hinterher, werden überrundet, und da die ganze Meute wieder an Ihnen vorbei muss, bilden Sie damit ein zusätzliches Gefahrenmoment. Das Missverhältnis ist zu groß, verstehen Sie? Das hat mit dem Reglement gar nichts zu tun. Das sind Sicherheitsbestimmungen, die dann in Kraft treten.
Wie viele Nächte habe ich an dem Ding gebaut? Wie viel Geld steckt da drin? Trotzdem, wir müssen halt noch mal versuchen, mit der Maschine höher zu kommen. 40 PS müsste ich rausholen. Und dann müssen wir versuchen, das Gesamtgewicht auf 200 Kilogramm zu drücken. Das wären 5 Kilogramm pro PS. Ja. Damit bekomme ich ihn durch. Ach, meine Herren. Immer noch munter bei der Arbeit. Ja. Was anderes, Jochen, sag mal, warst du in letzter Zeit mal in Frankfurt? In Frankfurt? Ja. Wann denn? Wann? Am vergangenen Dienstag. Ja. So. Ja, ist schon spät, ich muss auch mal nach Hause. Ja. Nacht, Herr Renk. Nacht, Jochen. Nacht. Schönen Gruß an den Vater, ja. Und was hast du in Frankfurt zu suchen? Ich habe mir ein bisschen Geld verdient. Und womit, wenn ich fragen darf? Ich überführe Wagen dahin, vom Werk aus. Vom Werk aus, oder? Ja, für Kunden, die nicht warten wollen, wegen der langen Lieferfristen. Aha. Und das Benzin ist wohl in Frankfurt recht knapp, was? Ich meine, es kommt nicht genügend nach, ich? Das verstehe ich nicht. So, dann hör mal gut zu. Sehr geehrter Herr Renk, wir müssen Ihnen zu der bedauernden Mitteilung machen. Wo warst du noch hier? Ach ja, hier. Dass am Dienstag vergangener Woche Ihr Sohn Jochen Renk dabei betroffen wurde, als er in der Nähe des Hauptbahnhofs an Taxenfahrer meistbietend Benzin aus Kanistern vertrieb und auch Bestellungen entgegennahm. Als Vorsitzender der Garage- und Tankstellenbetriebe und so weiter und so weiter, sehe ich mich gezwungen, im Wiederholungsfalle gegen Ihren Sohn gerichtlich vorzugehen. Hm? Das war nicht dein Benzin, Vater, bestimmt nicht. Sondern? Na, weißt du, einen Wagen schleppen wir immer und das Benzin von dem teilen wir uns dann. Na, mach das mal dem Gericht klar. Das nächste Mal schicken Sie eine Klage wegen Verstoß gegen das Kartellgesetz, nicht wahr? Hm. Und mich halten Sie für einen Benzinschieber. Vater, entschuldige bitte, daran habe ich nicht gedacht. Na also, lass das nächstens zukünftig. Ah, ein feines Hobby. Und mach endlich Schluss damit. Lange sehe ich es mir sowieso nicht mit an. Wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, Herr Renk, lassen Sie die Finger davon. Nur so als Hobby. Eigentlich bin ich zu Ihnen gekommen, Herr Engler, weil ich von einem ehemaligen Europameister Verständnis erwartet habe. Aber Sie sprechen wie mein Vater. Da. Lesen Sie mal. Indem ich schon von Kindheit an für den Rennsport sehr begeistert bin, erlaube ich mir, Sie um einen Rat zu bitten. Nur die angestrichenen Stellen. Mein größter Wunsch in meinem ganzen Leben ist, einmal in einem Rennstall zu sein. Ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen. Und hier ein klassischer Rennfahrerwunschbrief. Da kommen wir schon mehr zu Ihrem Fall. Da ich aber leider nicht das nötige Geld habe, mich irgendwie ausbilden zu lassen oder als Privatfahrer an Rennen teilzunehmen, bitte ich Sie um Ihre Hilfe. Sicher ist es Ihnen dank Ihrer weiten Beziehungen und so weiter und so weiter und so weiter. Tja, und solche Briefe bekommen wir fast täglich. Wir schicken dann ein höfliches Schreiben zurück. Man freue sich über das Interesse am Motorsport, bilde aber keine Nachwuchsfahrer aus. Und man stelle dem Schreiber anheim über den Einsatz mit privaten Wagen. Ja, ich weiß, ich habe auch so ein Schreiben erhalten. Sie haben uns also auch geschrieben. Entschuldigen Sie, Herr Engler, aber Sie nannten Ihre Antwort höflich. Ist sie nicht zu höflich? Ich meine, soll man Mut machen, wo man eigentlich abschrecken müsste? Abschrecken ist nicht unsere Aufgabe. Sie meinen, das liegt nicht im Interesse der Verkaufsabteilung. Herr Renk, die Leute, die das Geld dazu haben, die kaufen unsere Wagen mit und ohne Warnung. Eine kleine Frage. Wie viele Kraftfahrer, schätzen Sie, haben wir in Deutschland? Oh, ich schätze 5 Millionen. Ja, ungefähr. Und ich schätze, dass es unter diesen 5 Millionen vielleicht 5 Fahrer gibt, die in der Lage sind, einen mehr als 200 Stundenkilometer schnellen Wagen wirklich auszufahren. Das heißt also zum Beispiel auf dem Nürburgring unter 10 Minuten pro Runde zu bleiben. Naja, und dann gibt es vielleicht nochmal 5, die annähernd diese Zeiten erreichen. Naja, und jetzt werden Sie mich wohl fragen, ob ich glaube, dass ich unter 5 Millionen zu den 10 Auserwählten gehöre. Oh, das ist eine geschickte Taktik. Wer da Ja sagt, ohne rot zu werden... Wissen Sie, was die meisten mir antworten? Das weiß ich eben nicht, ob ich dazugehöre. Das will ich ja gerade ausprobieren, ob ich talentiert bin oder nicht. Aber dazu fehlt mir eben die Chance. Im Stillen denken Sie doch genau das Gleiche, nicht? Ja. Und da sind Sie auf dem Holzweg, Herr Renk. Wer waren unsere besten Rennfahrer vor dem Krieg? Rosemeyer? Ja, ich weiß, aber ich könnte Ihnen genügend Herren nennen, die über Schlösser und Fabriken verfügen und auf diesem Weg zum Rennsport kamen. Ja, ja, aber wir sprechen doch von den wenigen Leuten, die das Rennfahren zu ihrem Beruf gemacht haben. Die davon leben. Nur davon leben.
Und wie viel sind das in Europa? Ein paar Grand Prix-Fahrer, das stimmt. Na bitte. Also sind heute nur noch die Grand Prix-Fahrer echte Berufsrennfahrer. Und das sind in ganz Europa etwa 10 oder 12, nicht mehr. Womit sich meine Chancen nochmals verringert haben. Herr Engler, ich danke Ihnen. Ich habe viel gelernt. Wenn die Briefe Ihres Werkes etwa so ausfallen würden, ich hätte manches anders gemacht. Trotzdem, ich werde es schaffen. Das gefällt mir an Ihnen, Herr Renk. Sie sehen ziemlich klar und lassen sich doch nicht kleinkriegen. Haben Sie Lust, heute Nachmittag mit mir auf dem Ring ein paar Runden zu drehen? Aber gern. Wir probieren neue Bremsen aus. Danke, Herr Engler. Wiedersehen. Nein, weiter nach innen. Nein, das war zu hart. Sehen Sie mal, Sie haben ja ganz weiße Knöchel vor Anstrengung. Das ist zu viel Kraft in der Hand. Die Hand darf nur ein Tastorgan sein, um die Straße zu spüren. Ganz locker, ganz weich. Nur kleine Korrekturbewegung. Das war gut. Also Talent haben Sie, das steht fest. Schauen Sie nach vorne. Renner Toscaletti von Zagonda hätte Sie jetzt rausgeschmissen. Deutsche nix, Reazione, das ist sein Lieblingswort. Deutsche immer mit ein Auge nix bei der Sache. Aber Augen nicht für Denken, Augen für Sehen. Reazione. So, Schluss für heute. Fahren Sie rechts ran, ich übernehme. Mit so einem Auto zu fahren, macht schon Spaß. Ja. Tja, wenn Sie mit Ihrem Eigenbau nicht weiterkommen, wie Sie sagen. Ich kenne da einen Mann, der baut Rennwagen. Willi Lenschau. Formel-3-Wagen kriegen Sie bei dem schon für einen ganz erschwinglichen Preis. Sprechen Sie doch noch mal mit Ihrem Vater. Vielleicht greift er doch noch in die Tasche. Ach, der war immer dagegen und wird auch wohl immer dagegen sein. Meinst du nicht, Ewald, dass Lenschau mit sich reden lässt? So ohne jede Anzahlung. Der Wagen ist gut. Ich halte ihn für die reifste Konstruktion in seiner Klasse. Der Lenschau ist ein alter Hase, hat früher Feuerspritzen gebaut. Der weiß, wie man Standfestigkeit und hohe Drehzahlen miteinander verbindet. Mutti, darf ich meinen Flieger holen? Aber Junge, wie oft soll ich dir denn noch sagen, das heißt Flugzeug? Oh mein Gott, du bist doch ein großer Bengel. Flugzeug. Hier ist es hinten im Auto unter Mamis Regenmantel. Ja, ich weiß. Darf ich mit Mami? Ach, ihr langweilt euch, nicht? Wenn er dich mitnimmt. Aber meinen Flieger kriegst du nicht. Junge. Aus Flugzeug kriegt sie nicht. Will ich ja gar nicht. So, nur haut schon ab. Tja, das wäre zu schön, um wahr zu sein. Na, junge Frau, passen Sie mal auf Ihren Mann gut auf. Ich hoffe, er hat nur Brause getrunken. Ewald, nimm beide Hände an Steuer. Du weißt, ich kann das nicht haben. Auch fährst du schon wieder viel zu schnell. Das heißt nicht Steuer, sondern Lenkrad. Wie oft soll ich dir das noch sagen? Gesteuert wird der Motor. Ach, lass mich in Frieden, fahr jetzt langsamer oder ich ziehe die Handbremse. Ha, weißt ja nicht mal, wo die ist. Was sagst du? Das kann man drehen und wenden, wie man will. Der Lenschau verlangt mindestens 2000 Mark Anzahlung. Ewald! Dieter, warum fahren wir denn? Weil es bergab geht. Stör mich nicht, ich muss aufpassen. Fest angezogen? Fest hältst du auch nicht. Ja, so zieht sie nicht. Und an die Fußbremse reiche ich nicht dran. Wirklich, Mann, drück mit der Hand auf. Warum hupt der denn so? Der will uns wohl helfen.
helfen. Halt dich jetzt fest! Mensch, Junge, das hast du aber fein gemacht. Ich dachte schon, du kommst zu weit rechts rüber. Diese Kurve hier. Wow, mein Ding. Danke. Sie mögen mich für albern halten, aber Scaletti würde jetzt sagen, Reazione gut. Danke. Ich danke Ihnen. Und über die Sache mit Lenschau, da machen Sie sich mal keine Gedanken. Herr Engler, ich... Mutti, jetzt hast du Lore glücklich auf meinen Flieger gesehen. Junge, sag ich.